Dann rufe ich jetzt auf den Punkt 62. Antrag der Fraktionen der SPD betreffend eine Aktuelle Stunde. Die Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Hessischen Landtag müssen endlich handeln. Herr Immer muss als Vorsitzender des Unterausschusses für Heimat, Vertriebene, Flüchtlinge und Wiedergutmachung abberufen werden. Das beginnt der Kollege Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag fordert die Abberufung von Herrn Irmer als Vorsitzenden im Unterausschuss für Heimatvertriebene, Flüchtlinge und Wiedergutmachung, weil wir es jetzt endlich leid sind, dass der Hessische Landtag in einem Ausschuss von einer Person repräsentiert wird, die eben nicht die gesamten Interessen des Landtages vernünftig und neutral repräsentiert. Herr Irmer hat in den letzten Wochen, und er fehlt natürlich auch bei der Debatte, auch das symbolisch wegtauchen und dann, wenn andere nicht reagieren können, seine Tiraden loslassen. Auch die Fraktionsspitze der CDU meint, bei dem Thema abtauchen zu können. Nein, meine Damen und Herren, Herr Irmer ist in den letzten Wochen, wie bereits oft in den vergangenen Jahren, dadurch aufgefallen, dass er durch seine politischen Erklärungen und Verhaltensweisen nicht für Verständigung, Integration und Toleranz, sondern für Spaltung, Ressentiments und Vorurteile steht. Meine Damen und Herren, Herr Irmer ist sich nicht zu schade, in der neurechten Wochenzeitung Junge Freiheit Beiträge abzugeben, zuletzt mit einem mehr als unangemessenen Wortbeitrag. Dazu waren selbst die GRÜNEN mit einer Kritik bereit. Sie haben gesagt, dieser Populismus ist gefährlich und verantwortungslos. Richtig, dann muss man aber auch die richtigen Konsequenzen ziehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch in der Novemberausgabe des sogenannten Wetzlar-Kuriers wird eine angeblich zunehmende Islamisierung mit zum Teil absurden Behauptungen dargelegt. In angeblichen Leserbriefen dürfen sich dann Personen unter der Überschrift Asyl und kein Ende undifferenziert und beleidigend zu dieser Thematik äußern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Irmer überschreitet immer wieder die Grenzen zwischen rechtskonservativen und rechtspopulistischen Äußerungen und ist mit diesen Äußerungen ein gefährlicher politischer Agitator, der die Grenzen bewusst nach unserer Auffassung überschreitet. Und das wird dann verbrämt so dargestellt, auch aus Reihen der CDU. Man wird ja noch Fragen stellen dürfen. Herr Irmer stellt dann solche Fragen, wie sieht es mit erhöhter Kriminalität von Flüchtlingen aus? Da braucht er nur die Polizei zu fragen. Die Statistiken sind eindeutig. Es gibt keine Belege für erhöhte Kriminalität aufgrund von Flüchtlingszahlen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Geht es weiter mit der Belegung von Turnhallen? Auch das weiß Herr Irmer und das weiß die CDU. Das machen Landräte und Oberbürgermeister nur dann, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, zu reagieren, kurzfristig Menschen angemessen unterzubringen. Dann wird gefragt, wann werden möglicherweise Ferienwohnungen, Zweitwohnungen beschlagnahmt. All das Dinge, die in Hessen überhaupt kein Thema sind und nicht zur Diskussion stehen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Irmer agiert bewusst am rechten Rand und die CDU lässt es zu. Das ist eine Doppelstrategie. Und da er nicht nur Mitglied der CDU-Fraktion ist, das muss die CDU für sich entscheiden. Das ist Sache jeder Fraktion. Er repräsentiert einen Ausschuss des Hessischen Landtages. Und die CDU hat ja für das Vorschlagsrecht, ja, Paragraph, ein Unterausschuss ist auch ein Ausschuss des Hessischen Landtages. Paragraph 53 der Geschäftsordnung. Die Vorsitzenden der Ausschüsse werden vom Ältestenrat auf Vorschlag der Fraktionen benannt, weil sie ja meinten, wir können gar nicht darüber diskutieren. Das ist ein ziemlich konzentrierter Blödsinn, der hier erzählt wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Fraktionen haben ein Vorschlagsrecht. Die Fraktionen können abberufen. Und auch das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Meine Damen und Herren, die Fraktion der GRÜNEN stellt sich dann hier hin. Der Unterausschuss behandelt im Regelfall keine parlamentarischen Initiativen, und ein Ausschussvorsitzender bestimme nicht die Politik der Regierungsfraktion. Na ja, der Ausschussvorsitzende wird auch nicht nur über den Speiseplan des Hessischen Landtages referieren, meine sehr verehrten Damen und Herren, sondern er hat eine offizielle Funktion. Und Sie haben gemeinsam mit uns das Verhalten des damaligen oder des amtierenden Vizepräsidenten Dr. Wilken, Stichwort Blockupy, kritisiert und haben die LINKEN aufgefordert, Konsequenzen zu ziehen. Wer da sagt, das ist nicht akzeptabel, hier Herrn Irmer kritisiert,
meine Damen und Herren von den GRÜNEN, der muss auch hier die notwendigen und richtigen Konsequenzen ziehen. Doppelmoral geht nicht. Doppelmoral geht nicht. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, fordern wir die CDU auf, ziehen Sie Herrn Irmer zurück und unterbreiten Sie einen neuen Personalvorschlag. Und die GRÜNEN müssen endlich Farbe beginnen. Permanent wegtauchen bei diesem Thema geht nicht. Wer sich diesem berechtigten Anliegen der SPD-Fraktion verweigert, nimmt billigend und bewusst in Kauf, dass er immer weiter am rechten Rand und darüber hinaus politisch agieren darf. Wir sind nicht mehr bereit, dieses Doppelspiel hinzunehmen. Auch Bündnis 90, die GRÜNEN, müssen sich endlich entscheiden. Wenn Sie Herrn Irmer nicht abrufen, werden wir unter der Führung von Herrn Irmer an Sitzungen dieses Unterausschusses nicht mehr teilnehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Bellino, CDU-Fraktion. Ja, ja. Danke für den Applaus. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, um es vorwegzunehmen, wir halten uns an die Geschäftsordnung des Hessischen Landtags, und wir werden im Unterausschuss für Heimatvertriebene, Aussiedler, Flüchtlinge und Wiedergutmachung mitarbeiten, weiter mitarbeiten. Bei uns in der CDU-Fraktion gibt es keine Arbeitsverweigerung und auch keine populistische Androhung vom Ausziehen aus parlamentarischen Gremien, wie das die SPD und auch die LINKEN angekündigt haben. Das Ansinnen der SPD haben wir bereits im Plenum und mindestens zweimal, Herr Kollege Rudolph, im Ältestenausschuss diskutiert, weil Sie sagten, man könne darüber nicht diskutieren. Wir haben das sehr, sehr ausführlich getan. Insofern verwundert es uns auch, dass wir es erneut diskutieren und auch noch eine Aktuelle Stunde dafür bereitgestellt wird. Inhaltlich wurden Aussagen des Kollegen Irmer bereits im Landtag diskutiert, und es gibt dazu auch Beschlüsse. Hier geht es aber nicht um Inhalte und konkrete Aussagen, sondern um Verfahrensfragen. Und da gibt es für uns keine neuen Erkenntnisse. Auch Sie, Herr Rudolph, haben keine neuen Erkenntnisse eben geliefert. Nach unserer Geschäftsordnung einigt man sich zu Beginn einer Legislaturperiode, welche Fraktionen welchen Vorsitz in den Ausschüssen besetzen. Und dann ist es eben Sache der entsprechenden Fraktionen, dies intern zu regeln. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben wir es auch in der Legislaturperiode vereinbart. Und wir als CDU-Fraktion haben uns immer daran gehalten und es nie kommentiert, wenn andere Fraktionen entsprechende personalpolitische Beschlüsse fassten, auch wenn es manchmal schwergefallen ist. Wir sprechen davon, wie die Ausschüsse besetzt wurden. Das haben wir nie kommentiert, auch wenn es manchmal schwergefallen ist, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Und da fragt man sich in der Tat, was in die SPD gefahren ist. Sind Ihnen die Themen ausgegangen? Früher wurden Themen wie Brennelemente, Kommunalfinanzen, Bildungspolitik zur Aktuellen Stunde befördert. Jetzt geht es um die Frage des Vorsitzenden in einem Untersuchungsausschuss, dessen Besetzung, dessen Unterausschusses, dessen Besetzung Sie noch nicht einmal bestimmen können und im Übrigen dessen Vorsitzender seine Arbeit, die eigentliche Arbeit in diesem Unterausschuss seit fast zwei Jahren anscheinend fehlerfrei macht. Es gab noch keine Kritikpunkte aus dem Ausschuss, und ich hörte sogar, dass die Kollegin Öztürk ihn ausdrücklich für seine Sitzungsleitung gelobt hat. Vielleicht kommt es ja auch noch. Vielleicht gibt es ja bald eine Wetzlarer Fahrgemeinschaft, meine Damen und Herren. Der Ausschuss,
der Unterausschuss ist und bleibt arbeits- und beschlussfähig. Wir werden auch weiterhin dort mitarbeiten und dort auch entsprechende Beschlüsse fassen. Das, meine Damen und Herren, gehört sich so. Wenn Sie dies anders handhaben, meine Damen und Herren, dann müssen Sie dies auch Ihren Wählern erklären. Auch meinem Freund Hermann, früher ein gestandener Sozialdemokrat, im Alter weise geworden, der Sie nicht mehr versteht. Und der versteht Sie genauso wenig wie beispielsweise der Chefredakteur oder der Lokalchef der Wetzlarer Neuen Zeitung, der, ich darf zitieren, wenn der SPD-Landeschef jetzt aber im Interview mit dieser Zeitung ankündigt, die Mitarbeit im Unterausschuss einzustellen, wenn die CDU Irmer den Vorsitz nicht entzieht, dann zeugt dies von einem gestörten Demokratieverständnis. Ich denke, der Mann hat recht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Würden wir Ihr Demokratieverständnis, Herr Schäfer-Gümbel, an den Tag legen, würden viele Debatten im Landtag nicht stattfinden und Beschlüsse würden nicht gefasst werden. Dann würden nämlich alle Demokraten den Plenarsaal verlassen, wenn der Landtagsvizepräsident Wilken den Vorsitz übernimmt. Aber wir erinnern uns, obwohl alle demokratischen Fraktionen sein Verhalten im Umfeld der Krawalle um Blockupy missbilligten und ihn zum Rücktritt aufforderten, billigen wir allerdings, dass er einerseits an seinem Amt klebt und wir andererseits wegen der klaren Regelung in der Geschäftsordnung ihn nicht abwählen können. Wir respektieren das, was Sie eben nicht tun. Wir ziehen nicht aus dem Ausschuss oder aus dem Plenum aus, sondern wir arbeiten. Und das ist der Unterschied zwischen dem verantwortlichen Handeln und Arbeiten der regierungstragenden Fraktionen und dem Skandalisieren von Teilen der Opposition, wie Sie dies, Herr Schäfer-Gümbel, eben auch wieder während dieser Rede getan haben. Wir arbeiten weiter, auch im UHW, und wir laden Sie herzlich dazu ein, dies auch zu tun. Vielen Dank. Kollege Bellino, das Wort hat die Frau Abg. Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir erleben gerade in vielen Ländern Europas eine bedrohliche Rechtsentwicklung und ein Erstarken von rechtspopulistischen und faschistischen Parteien. In Deutschland schwimmt die AfD auf der Pegida-Welle. Die Gewalt von rechts nimmt dramatisch zu. 2015 gab es bereits mehr als 1.600 Straftaten, die sich gegen Flüchtlinge richten, fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Über 800 davon Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte laut BKA. Die Hemmschwelle, auch schwere Anschläge auf bewohnte Unterkünfte zu verüben, sinkt offenbar. Die Bilder aus den frühen 90er Jahren von Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Solingen sollten uns alle im Gedächtnis sein. Und heute wie damals ist diese Zunahme von Gewalt auch eine Folge rechter Stimmungsmache, die weit ins selbsternannte bürgerliche Lager hineinreicht. Neonazis, aber auch dem Rassismus aus der vermeintlichen Mitte der Gesellschaft, oft als besorgte Bürger getarnt, dem muss entschieden entgegengetreten werden. Das ist die Aufgabe aller Demokratinnen und Demokraten und ist auch Aufgabe aller Abgeordneten des Hessischen Landtags. Es gibt glücklicherweise viele Menschen, die sich schützen vor Flüchtlinge stellen und sich gegen den zunehmenden Rechtsterrorismus stellen. Andere heizen die Stimmung weiter an, indem sie Ressentiments schüren und rechtes Gedankengut verbreiten. Und zu denen gehört leider der Wetzlar-Kurier und sein Herausgeber Hans-Jürgen Irmer. In jeder Ausgabe werden rassistische und muslimfeindliche Stimmungen geschürt, Homosexuelle diffamiert und christlich-fundamentalistische Propaganda verbreitet. Wir haben das schon viele Male in diesem Haus diskutiert. Herr Irmer nutzt und befeuert auf die perfideste Art Stimmungen gegen Minderheiten. Schaut man sich nur die letzte Ausgabe des Wetzlar-Kuriers an. Auf der Titelseite ein Leitartikel von Irmer. Deutschland muss Deutschland bleiben. Islamisierung verhindern, schreibt er dort. Und dann wurden für die Leserbriefseite 11 Briefe ausgewählt, von denen jeder einzelne unwidersprochen die dümmsten Ressentiments ausdrückt. Und ich will Ihnen nur mal eine Kostprobe davon geben. Muslimische Menschen versuchen immer, Zitat Wetzlar-Kurier, muslimische Menschen versuchen immer, sich zu dominieren mit Drohungen und mit der Faust, wenn es sein muss, das ist so. Viele der Asylantinnen, Rechtschreibfehler im Original,
haben nahezu pausenlos das Handy in Betrieb. Wer zahlt die Gebühren für diese stundenlangen weltweiten Gespräche? Wohlgemerkt, es geht hier oft um Menschen, die wissen wollen, ob es ihrer Familie in Kriegsgebieten gut geht, meine Damen und Herren. Weiteres Zitat. Wie naiv oder noch besser dumm muss ein Politiker sein, der sein Land offenbar vollkommen ahnungslos bis willenlos dieser Asylantenflut ausliefert? Wirklich verfolgte syrische Menschen sind bei diesen orientalischen Massen allerhöchstens 10 bis 15%, denn nur Christen haben dort, die Rede ist von Syrien, um ihr Leben zu flüchten. Der Krieg in Syrien, meine Damen und Herren, hat mittlerweile 250.000 Tote gefordert, und Bomben und Granaten fragen bekanntlich nicht nach der Religionszugehörigkeit. Und dann kann man darin lesen, auch ein Leserbrief: Deutscher Michel, wach endlich auf, es ist später, als du denkst. Ich finde, das ist nicht weit weg von Deutschland erwache. Wer solchen Aussagen ein Forum bietet, ohne auch nur eine einzige andere Meinung entgegenzustellen und sie in 100.000 Haushalte verteilen wird, lässt, der stachelt Gewalttäter bewusst an, indem er sie nämlich in ihrem Weltbild bestätigt, dass sie die eigentlichen Opfer seien, die sich wehren müssten. Und das ist höchst gefährlich, und das dürfen die Regierungskoalitionen nicht länger tolerieren, meine Damen und Herren. Aber in der CDU herrscht bestenfalls Schweigen. Im Kreistag des Landkreises wurde er immer vom CDUler Michael Müller noch verteidigt. Was sei falsch daran, wenn man gegen eine überproportionale Kriminalität bestimmter Gruppierungen angehe und vor der Islamisierung des Landes warne? Was daran falsch ist, sage ich Ihnen. Wenn man Menschen aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Gruppe bestimmtes Verhalten unterstellt, dann nennt man das gemeinhin Rassismus, meine Damen und Herren. Auf der Titelseite der Dezemberausgabe des Wetzlar-Kuriers wünscht die Redaktion des Wetzlar-Kuriers und die Spitzen der CDU, Herrn Lahn und Dill, eine besinnliche Weihnachtszeit. Die CDU nutzt also den Wetzlar-Kurier als Veröffentlichkeitsorgan, auch wenn vieles dort drin eher nach NPD klingt. Und ich sage, solange die CDU Leute wie Irma in der Partei toleriert, dann muss man doch davon ausgehen, dass das Ganze Teil einer Rollenverteilung ist. Al Bouffier als der nette Landesvater und für den Stimmenfang rechts außen sind Leute wie Irma und Steinbach zuständig. Das ist doch eine bewusste Rollenverteilung, wenn es hier keine Distanzierung gibt. Und die GRÜNEN stehen leider daneben und schweigen. Hier wären klare Worte angebracht. Und deswegen, meine Damen und Herren, Herr Irmas Ausfälle sind keine Ausrutscher, es ist Gesinnung. Wir sind der Meinung, dass Herr Irma den Ausschuss nicht weiter vertreten darf. Er darf den Landtag nicht weiter als Ausschussvorsitzender vertreten, auch noch des Unterausschusses für Heimatvertriebene und Flüchtlinge. Und solange Herr Irma den Vorsitz innehat, wird unser Abgeordneter Willi van Ooyen, der auch stellvertretender Ausschussvorsitzender ist, nicht mehr an Sitzungen des Ausschusses teilnehmen. Die CDU muss ihn zurückziehen. Frau Kollegin Wissler, Sie müssen zum Schluss kommen. Wir wollen nicht, dass hier im Landtag ein Rechtspopulist und ein geistiger Brandstifter als Repräsentant und Ausschussvorsitzender geduldet wird. Das geht überhaupt nicht. Diese Ausfälle sind keine Einzelfälle. Es ist Gesinnung. Und deswegen muss die CDU Herr Irma endlich zurückziehen. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Angela Dorn, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir hatten in dieser Legislaturperiode ja schon mehrere Diskussionen aufgrund von inakzeptablen Äußerungen von Herrn Irma. Wir GRÜNE haben uns immer klar und unmissverständlich von solchen Aussagen des Abgeordneten Irmas distanziert. Ich sage auch heute noch einmal sehr deutlich, Herr Irma vertritt rechte Thesen, die populistisch und gefährlich sind. Sie fordern die Abberufung von Herrn Irma von dem Ausschussvorsitz des Unterausschusses für Heimatvertriebene. Sie suggerieren damit immer, wir würden diesen Antrag ablehnen. Aber darüber kann man ja gar nicht abstimmen, Herr Rudolph. Das wissen Sie selbst. Das haben Sie auch gerade, das haben Sie,
Das haben Sie gerade selbst auch noch einmal so erklärt. Ich erläutere es noch einmal. Unsere Geschäftsordnung sieht das nicht vor. Das Vorschlagsrecht der Ausschussvorsitze liegt bei den Fraktionen. Eine Abrufung vonseiten des Landtags ist nicht vorgesehen. Die Frage, wer den Ausschussvorsitz des Unterausschusses für Heimatvertriebene besetzt, entscheidet damit die CDU. Das kann man gut oder schlecht finden, aber es ist so. Und meine Damen und Herren von der SPD, Sie haben jetzt in Ihrer Rede uns zugerufen als Grüne, wir müssen Farbe bekennen. Wir als Grüne müssten die notwendigen politischen Konsequenzen ziehen. Ich frage Sie jetzt auch einmal ganz offen, wie kann es eigentlich sein, dass Frau Erika Steinbach Obfrau der CDU-Fraktion für Ausschuss Menschenrechte ist, die bei der Frage von Flüchtlingen vor der ungarischen Grenze gewarnt hat vor den gefährlichen Flüchtlingen. Wo ist denn da das Farbenbekennen der SPD gewesen? Wo war denn Ihr Antrag auf den Bundesparteitag? Sie sollten hier nicht einmal ehrlich machen, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD. Meine Damen und Herren, bitte, bitte, ihr Lieben, Frau Dorner, das Wort. Und eins gilt ganz prinzipiell: Kein Ausschussvorsitzender bestimmt die Politik in Hessen, schon gar nicht Herr Irmer. Die Beschlüsse, die hier im Landtag gefällt werden, bestimmen, welche Politik hier gemacht werden. Wir haben gerade einen Integrations- und Flüchtlingsplan auf den Weg gebracht. Er wird genannt Aktionsplan zur Integration und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhangs. Und genau hier, meine Damen und Herren, hier zeigt sich, wie wir hier Politik machen. Wir werden uns, wenn es Äußerungen gibt, die diese Integration infrage stellen, immer ganz klar äußern dagegen. Aber wir werden uns bei der Umsetzung dieser Ziele in der Koalition von solchen Äußerungen weder aufhalten lassen noch abhalten lassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege René Rock, FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich denke, wir müssen grundsätzlich einmal zwei Dinge trennen. Das eine ist, ob ein Abgeordneter direkt gewählt in seinem Wahlkreis hierher entsendet wird in den Hessischen Landtag und dann entsprechend in einer Fraktion zu Hause ist, oder ob er entsprechend Ämter im Hessischen Landtag wie Ausschussvorsitz, Vizepräsident oder etwas anderes wahrnimmt. Und Herr Irmer ist ja nicht durch die unsichtbare Hand Ausschussvorsitzender geworden. Und darüber sind wir uns auch alle klar. Und wir sind uns auch klar darüber, dass man diese Situation auch verändern kann. Und da muss jede Fraktion mit sich selbst im Klaren sein. Aber man kann sich nicht hier hinstellen, das wäre ein Umstand, den man nicht ändern kann. Und so tritt man hier auf, sowohl bei Grünen wie CDU. Es ist halt so, er macht seinen Job gut. Und übrigens hat so ein Ausschuss eh nichts zu melden. Und darum interessiert es eh keinen da draußen. Und darum ist das auch nicht wichtig. Eigentlich ist ja auch, was die Ausschüsse sowieso im Hessischen Landtag machen, nicht wichtig. Und wer der Ausschussvorsitzende, na ja, das ist halt so. Na ja, gut. Das zeigt ein Stück weit, wie ernst Sie unsere Arbeit nehmen und wie ernst Sie mit den Ämtern dieses Hessischen Landtags umgehen. Und es ist ja nicht so, dass es nicht in anderen Fraktionen auch die Debatten gibt, passt jemand noch in eine Fraktion oder nicht. Das sind ganz schwierige Prozesse. Und da nehme ich mir auch nicht raus, das für andere abschließend beurteilen zu wollen. Aber es zeigt auch ganz klar, liebe Kollegen von der Union, wie Sie mit dem Thema umgehen. Wie Sie mit dem Thema umgehen. Die FDP-Fraktion hatte einmal ein ähnliches Thema mit Herrn Kappel. Und das war sehr schwer für uns zu lösen. Und wir haben uns diesem Thema gestellt. Und Sie sollten sich diesem Thema auch mal irgendwann stellen, damit wir diese Debatten hier nicht mehr führen müssen. Aber vielleicht haben Sie sich dem Thema ja längst gestellt, sind nur zu anderen Schlüssen gekommen wie der Rest des Hessischen Landtags. Diesen Eindruck kann man mittlerweile gewinnen.
Und, liebe Kollegen, ich habe das für meine Fraktion deutlich gemacht. An anderer Stelle haben wir hier über Herrn Dr. Wilken gesprochen. Da hat auch keiner gesagt, er könne die Sitzung nicht leiten, sondern es ging um die Gesinnung und die Art und Weise, wie er als Repräsentant des Hessischen Landtags an anderer Stelle aufgetreten ist. Das war für unsere Fraktion inakzeptabel. Das war damals auch für Sie inakzeptabel. Da haben Sie auch noch anders geredet. Diese Rede, die Sie damals gehalten haben, fällt heute auf Sie zurück und diskreditiert jedes Argument, das Sie hier in den Raum gestellt haben. Und jetzt, liebe Frau Dorn und liebe Kollege von den GRÜNEN, Sie sind ja die Könige der Symbolpolitik und nehmen das ja auch immer für sich in Anspruch. Für Sie können die Symbole nicht überhöht werden und nicht genug überhöht werden. Und ich finde es schon sehr billig, wie Sie sich versuchen, hier aus der Affäre zu ziehen. Und dieser Angriff auf sozusagen, was eine Obfrau im Bundestag macht. Sie wissen ganz genau, dass das eine ganz andere Situation ist als ein Ausschussvorsitz. Und es ist immer ein ganz billiges Mittel, zu sagen, ich löse mein eigenes Problem nicht, also zeige ich mit dem Finger in eine andere Richtung und schreie besonders laut. Und auch meine Fraktion weiß, dass das alles nicht einfach ist mit dem Koalitionspartner. Aber sich so billig aus der Affäre zu ziehen, wie Sie das heute gemacht haben, Frau Dorn, und dann noch sozusagen in die Offensive gehen zu wollen und sich damit aus meiner Sicht eigentlich deutlich zu machen, dass Ihnen nicht ernsthaft dieses Thema umtreibt, sondern Sie wollen den Schaden für Ihre Fraktion begrenzen. Und es wird wahrscheinlich Frau Öztürk noch einmal reden. Ihr Verhalten hat ja auch mittlerweile bei den GRÜNEN Spuren hinterlassen, und ich finde zu Recht. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat die Frau Abg. Öztürk. 2,5 Minuten, bitte. Sehr verehrte Damen und Herren, Herr Präsident, also mich für als Kronzeugen missbrauchen zu wollen, um Herrn Irmers Ausschussvorsitz zu legitimieren, das ist absurd. Das funktioniert gar nicht. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung, denn es geht einfach darum, dass man festhalten muss, dass Herr Irmer auf der einen Seite mit seiner Politik, mit seinem Agieren im Hintergrund komplett die Asyl- und Flüchtlingspolitik dieser Landesregierung diskreditiert und konterkariert. Und Herr Irmer ist sich auch nicht zu schade dafür, bei internen Gesprächen, wo Menschen, wenn es darum geht, ob ein Flüchtlingsheim eröffnet werden soll oder nicht, wenn sie Ängste und Fragen haben, ist er sich nicht zu schade dafür, in internen Gesprächen diese Ängste zu schüren, anstatt sie zu entkräften, in meiner Anwesenheit, wo er von Plünderungen in Gießen sprach, anstatt älteren Leuten, die nicht wussten, wie sie mit diesem Asylheim, was in ihrer Nachbarschaft gegründet werden wird, umgehen sollen. Und das erwarte ich von einem Menschen, der ein Ausschussvorsitzender sein will, dass, wenn es um Ängste geht, dass er sie entkräftet und sie nicht schürt. Und damit Rechtspopulisten nicht in die Hände spielt. Und das Spiel, dass er den rechten Rand der CDU abdecken würde, funktioniert nicht. Denn das, was er in den letzten Jahren an Ängsten geschürt hat, davon profitiert heute die AfD. Er versucht einerseits gegen Windkraft auf der einen Seite in den Kommunen mobil zu machen und gegen Flüchtlinge auch. Nur der Unterschied ist, bei Flüchtlingen sind es lebendige Menschen, die eine Willkommenskultur brauchen. Und wenn er das nicht unterstützt, meine Damen und Herren, dann ist er als Ausschussvorsitzender nicht tragbar. Und was man machen kann als Parlament, man kann sich auf die Geschäftsordnung berufen, das ist das eine, ja, aber das ist, finde ich, kein Argument. Das andere ist aber auch, man kann einen Antrag beschließen, wo man in diesem Antrag sein Vertrauen dem Ausschussvorsitzenden entzieht und ganz klar sagt, als Parlament traut man oder vertraut man diesem Ausschussvorsitzenden nicht mehr. Diesen Antrag kann diese Koalition in einer Mehrheit beschließen. Und das wäre, glaube ich, der fairste Umgang mit den Menschen da draußen, die zu uns flüchten, wenn es eine ernst gemeinte Politik ist, was die Flüchtlinge betrifft. Danke schön.
Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Öztürk. Keine weiteren Wortmeldungen mehr zu diesem Punkt. Damit ist der Punkt 62 besprochen.